So, ganz schön viele Campingführer habe ich heute schon verkauft. Jetzt habe ich mir erstmal eine kleine Pause verdient. Und zwar bin ich hier im Disco-Bett. Das kann man nämlich aufstellen, wo man will, wann man will, überall. Zum Beispiel auch zwischen den Messehallen vom Caravan-Salon. Und hier ist auch der Hersteller unter mir. Hallo. Hallo. Grüß dich. Hi. Das ist ja echt total bequem hier. Also das kann man einfach dann immer aufstocken. Ja? Also man könnte es als Feldbett nehmen für eine Person, aber halt auch gemütlich zu zweit. Ja? Genau. Und es ist so schnell aufzustellen und es ist verdammt gemütlich. Wie schnell kann man das aufbauen? Du hast es ja jetzt nur einmal für mich rausgetragen. Also wenn du es noch nie gemacht hast, schätzungsweise mal so 10 Minuten. Mhm. Und wenn du es öfters machst, dann hast du es in 5 Minuten schön gemütlich aufgebaut. Also theoretisch könnte man damit jetzt auch einfach unterm Sternenhimmel hier auf dem Caravansalon schlafen, zwischen den Messehallen. Genau, und das ist die Idee mit dem Moskitonetz. Und dann entsprechend, du kannst es schön zumachen. Das heißt, du hast das ganze Moskitos etc. alles weg. Ja. Und du hast einen Sternenhimmel drunter. Richtig cool. Also ich nicht, nice. Aber du da oben schon. Ja, du hast natürlich den besten Ausblick. Und sonst halt, wenn es ein bisschen frisch wird, ins Vorzelt. Könnte man es ja auch stellen, würde ich sagen. Das ist auch cool. Ja, was kostet sowas? Also diese Variante, das ist ein ganz neues Produkt, das ist XLT. Ja. Da liegt ein Bett bei 199 Euro, beziehungsweise jetzt Messepreis 199 Euro, das sind 229 Euro. Dann hast du eigentlich alles dabei, das heißt zwei Varianten hier, zweimal 229 Euro, plus das Moskitonetz und dann. Ja, und wenn ich das einklappen will, in diese Tasche passt das alles oder wie ist das? In dieser Tasche ist ein Bett drin, das heißt, im Taschenbett hast du dann zwei Taschen. Okay, zwei Taschen to go und ich habe quasi, ja, kann überall schlafen, ne? Genau. Super. Ja, ich würde sagen, wir machen uns noch ein bisschen gemütlich und nicht hier die Füße hoch machen, ne? sonst merke ich das hier. Nee, das merkst du schon. Ich habe genug Platz hier unten. Also bei mir ist es super bequem. Ich auch. Absolut. Hier. Das ist herrlich. Und nur eins ist auch ein Thema. Ja. Dieses Zubehör, was hier noch ist, diese Luftmatratze, wenn du die drauf hast, das ist so mega genial bequem, weil es auch noch schön warm gibt. Das heißt, du frierst nicht, ist eigentlich was für mich, weil ich immer ein bisschen ausgekühlt bin. Ich auch. Gibt es 5 Minuten, dann schläfst du. Ich frage mich, warum ich hier oben liege und du unten. Bei mir ist es ganz schön hart und ich friere noch schneller. Ja, und du wolltest aber den geileren Ausblick haben. Weißt du, das ist immer das Thema hinten dran. So, die Leute gucken schon. Ich glaube, das ist eine coole Sache. Sieht gut aus. Sehr, sehr gut.